Ja, und mit herzlich willkommen zurück zu PlayerUnknown Battlegrounds. Wir spielen eine Runde wieder. Ich hoffe, euch hat es letztes Mal gefallen. Ich weiß es gar nicht, weil mir hat es so Bock gemacht. Ich musste gleich danach nochmal hier eine Runde zocken. Deshalb weiß ich gar nicht. Ich habe ja gefragt, so, oh, gefällt es euch? Ich mache jetzt einfach noch eine zweite Runde. Ist mir scheißegal, Alter. Nee, Spaß beiseite. Es kann natürlich sein, dass der letzte Part ein bisschen leise war. Ich weiß nicht, ob ich so im Nachhinein hinbekomme. Ich habe ganz kurz reingeschaut, habe gemerkt, so, oh fuck, durch das Windows 10 Upgrade hat es mir ein paar Einstellungen verhauen und dadurch war das mega leise. Ich hoffe, in der Nachbearbeitung kriege ich das im ersten Video wieder hin und im zweiten soll es passen, weil ich dann einfach ein bisschen anders jetzt aufnehme. Und ja, trotzdem, ja. Werden wir, ich musste so schnell melden wie möglich, ich habe so gesehen, so, boah, fuck, das Video ist viel zu leise, also nur meine Stimme, ich glaube, der Ton im Spiel muss richtig sein, ja, und ich habe mir nur so gedacht, so, ist mir scheißegal, ich mache das Video, ich schneide es nicht zu Ende und so, sondern ich möchte gleich weiter zocken, Alter, diese Suchtgefahr, wir waren Platz 6 und das ist natürlich sehr problematisch, weil man will ja von Mal zu Mal, wenn man das Spiel besser werden und wir waren im ersten Mal schon Platz 6. Das heißt, es wird jetzt relativ schwierig, jetzt noch besser zu werden. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir das natürlich. So, die Frage ist natürlich, wo wir jetzt abspringen. Wir sind richtig geil. Wir sind irgendwo, glaube ich, hier abgesprungen. Das war richtig cool, weil da war groß keiner. Man konnte relativ gute Rüstung bekommen und so. Ja, da hatte die Klappe. Und ja. Wie gesagt, die meisten springen halt irgendwo hier bei den großen Städten hier raus oder keine Ahnung wo oder hier bei Military Base oder hier hinten. Hier sind wir auch relativ zentral. Ich werde irgendwo hier rausspringen. Wir sind hier relativ zentral. Das ist natürlich sehr cool. Wo genau war denn das überhaupt? So, wir springen jetzt hier raus. Es war relativ zentral. Das ist natürlich geil. Ah, fuck, guck mal, hier ist schon einer. Okay. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Hier beim Sprung leckt es immer so ein bisschen. Hier, ich glaube, bei den zwei Gebäuden waren wir, glaube ich, damals. So, ich gucke erst, wenn wir den Fallschirm offen haben. Ich gehe jetzt hier hin. Werden wir unser Glück versuchen. Ach, fuck, Alter, da drüben. Alter, guck mal, wie mega verteilt. Und genau da ist einer. Okay. Ich versuche meinen Klick hier drüben eher. Hier sieht's, glaub, ein bisschen besser aus. Na, fuck, da sind auch zwei und die sind schneller. Warte, ich habe hier so eine kleine Hütte. Okay. Oh, und ich bin so nackt. Oh, fuck, Alter, da kommen richtig viele. Oder ich nehme jetzt einfach hier den Buggy und flitze los. Und flitze einfach irgendwo hin. Irgendwo. Tschüss. Oder ich fahre ihn um. Ja, okay, die fahren hier gleich. Natürlich, gehen sie ja gleich ins Gebäude rein. So, jetzt ist natürlich für mich die Frage, wo soll ich... Oh, scheiße, ich bin total falsch abgesprungen. Okay, das erklärt natürlich vieles, wieso jetzt plötzlich ja so viele da sind. Da, wo ich damals war, war das richtig gut. Ich würde es mal sagen, wir probieren unser Glück da, wo wir waren. Ich glaube, hier drüben sind halt auch ein paar. Natürlich, großes Problem ist, dass wir jetzt relativ laut unterwegs sind. Dass es jetzt vielleicht mehrere mitbekommen werden. Okay, drüben sind wieder so ein paar Gebäude. Da will ich aber gar nicht hin. Hier drüben sind auch wieder ein paar. Ich will zu den einzelnen Gebäuden eher. Dass ich den großen Spielermengen gerade eher so ein bisschen aus dem Weg gehe. Guck hier. Alter, wieder rutscht. Alter, hier voll rein. Fahr hier rein. Komische Garage hier mit Treppe. Okay, von mir aus. So, erstmal hier. Ja, sehr nice. Erstmal natürlich eine Knarre. Und hier eine Brechstange. So, wir nehmen das jetzt alles mal mit. Laden erstmal nach. Und wir sind halt einfach nackt. So, Rucksack. Warte, ich lasse nur noch nachladen. Rucksack, sehr gut. Rotpunkt, ja. Schauen wir mal, ob das gut wird. Hier nehmen wir jetzt auch mal mit. Ja, und dann werden wir natürlich erstmal schauen hier. Dass wir auch ein bisschen Ausrüstung bekommen. So, hier sieht es natürlich noch sehr gut aus. Hier ist noch alles leer. Das Problem ist natürlich... Stufe 1, okay. Nee, das hatten wir schon eigentlich. Egal.
Das haben wir auch schon. Das hat das große Problem. Eine gescheite Waffe brauchen wir noch. Und was zum Anziehen, also was, irgendwas, was schützt halt auch. Das wird richtig geil. Ich weiß nicht, auf dem Balkon hier drüben. Guck mal, es sind schon wieder 26 gestorben. Okay, wir haben hier erweitertes Magazin. Ich mache hier einfach mal so. Ja, okay, ging doch nicht zu. So, wir müssen erstmal schauen. Wir müssen mal schauen. Okay, wir sind perfekt in der Zone. Ich denke mal, so Poczynski, Gatka, so in die Richtung wird es gehen. Ich denke mal, es kann natürlich sein, dass der Kreis sich noch ein bisschen nach links zieht. Aber ich bin so nackt in meiner knackigen Boxershort. Also nicht die Boxershort ist knackig, sondern mein Arsch. Wo war ich denn das letzte Mal? Hier war ich doch gar nicht. Aber egal. Ist das hier normal, dass hier das Fenster kaputt ist? Oder ist da einer durchgegangen? Das weiß ich jetzt eben nicht. So, erstmal hier ein T-Shirt an. Auch wenn es am Boden weiß war. Ein Holovisier, ja, nehmen wir auch mal mit. Machen wir wieder, wie gesagt, wieder schön zumachen, damit die Leute denken so, aha, da war noch keiner drin und dann finden sie nichts. So, wo liegt was rum? Ich weiß nicht, hier oben so auf den Sach, also auf den Regalen oder so liegt, glaub, nichts. Hier Gras im Haus. Gras. Benzin, okay. So, Verband ist natürlich auch sehr gut. Rucksack Stufe 1 haben wir schon. Okay. Oh, sehr nice. Was haben wir hier? Ne, Scar, richtig nice. Natürlich auch immer ganz gut, dass eigentlich immer ein bisschen Munition um die Waffe herum liegt. Ist natürlich auch sehr nice. Wir haben ja schon 90 Schuss insgesamt. Wir machen hier Vollautomatik mal rein. Wir schauen mal, was haben wir denn überhaupt hier? Schönes rotes T-Shirt, sonst gar nichts. Das können wir reinmachen. Das können wir auch reinmachen. Das steht eigentlich gar nicht dran. Da steht nur AR und S12K. Aber die Scar geht natürlich auch. Hier das noch. Das geht nicht. Okay, Schalldämpfer geht auch nicht, weil RMG dran steht. Das können wir mal wegschmeißen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt fehlt nur noch so ein bisschen Verbandszeug. Ich habe aus der Ferne was gehört. Jetzt fehlt nur noch so ein bisschen Verbandszeug und ein bisschen Ausrüstung, also Helm oder Weste. Sowas fehlt jetzt eigentlich noch. Was haben wir hier? Victor. Nehmen wir mal mit, vielleicht. Schauen wir mal. Okay, bringt natürlich nichts. Ich finde es so komisch, was das hier so. Ich komme hier gar nicht durch. So. Okay, wir müssen jetzt natürlich noch ein bisschen schauen. Wegen unserem. Ich denke es mal, ich meine, das wäre natürlich schon cool mit dem Bug. Ich lasse ihn jetzt aber mal stehen. Aus dem Notfall raus. Ich markiere ihn jetzt mal. Aber ich lasse ihn mal stehen, weil es macht halt ziemlich Lärm. Jeder weiß dann, wo man ist und so. Deshalb bin ich lieber zu Fuß unterwegs. Vielleicht, wenn es vielleicht ganz blöd läuft und wir noch eine Chance haben, dass wir ihn holen können, wenn wir jetzt irgendwie zu weit laufen müssten. Ist das ein Stein? Und wir schauen jetzt einfach mal irgendwie hier zu den nächsten Gebäuden. Oh, das ist ja gar nichts. So ein bisschen Verbandszeugs oder so wäre schon geil. Verband und Ausrüstung fehlt jetzt noch so ein bisschen. Aber da scheint relativ viel. Ich will jetzt nicht an so große Dinger hin. Das wäre halt mal so ein bisschen mein Problem. Warte, geradeaus, jetzt geradeaus gesehen, da sind drei Gebäude. Das könnte noch gut möglich sein. Okay. Bin mal gespannt. Also unter die Top 50 werden wir wohl schon mal kommen. Es sind noch 51 am Leben. Das sieht ja schon mal so ganz gut aus. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ob hier schon einer war. Von der Bewaffnung her bin ich eigentlich schon, man kann eigentlich schon fast sagen, zufrieden. Kann ich echt nicht meckern. Hier sieht man das so schlecht. Ist die Türe offen oder nicht? Natürlich ein bisschen blöd. Wir haben gar nichts. Oh, ein Helm! Den habe ich fast hier übersehen. Gibt's ja gar nicht. Schön zumachen. Vielleicht habe ich natürlich auch was übersehen. Aber na gut. Wer weiß. Oh, meine Freunde, hier sieht's eigentlich noch relativ gut aus. Red Bull!
Nimm die Dose. Sehr nice. So, für die Leute, die das schon gespielt haben. Stufe 1. Was bringt eigentlich der Energy Drink? Also, wenn man trinkt, da gibt es ja unten so eine Anzeige. Man heilt sich über Zeit ein bisschen und ich glaube, man kann länger sprinten oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht. Könnte man gerne in die Kommentare schreiben. Auch generell irgendwelche anderen Tipps. Aber jetzt mal gerade speziell mit dem Energy Drink. Was der genau bringt. Also, ich habe es schon in meinem letzten Part gemerkt. Ich habe einmal getrunken, dann war die Leiste nicht voll. Aber, oh, eine Hose! Aber, ich habe auch ein bisschen Leben dazu bekommen. Das war ganz gut. Hier haben wir noch ein T-Shirt. Okay, wir nehmen noch die Stiefel mit. Stufe 1 mal wieder. Nehmen wir das mal mit. Obwohl, nee, das brauchen wir gar nicht. Das bringt es ja gar nicht hier. Hier haben wir... doch. Ja, keine Ahnung, was ist... Was jetzt besser ist. Aber im Grunde genommen haben wir nur eine Knarre, gell? Also eine richtige Knarre. Jetzt haben wir die eine. Aber wir hatten gar keine Pistole. Ich hatte doch eine Pistole. Habe ich jetzt die eine weggelegt? Ich glaube, da hatte ich mehr Munition. Ja, egal. Wir werden hier... Wow. Alter, ich bin ja voll in der roten Zone. Wieso sagt mir das keiner? Gar nicht gesehen. Eine groovy Schutzbrille. Alter Falter. So, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Munition. Okay, was haben wir hier? Oh, eine Splittergranate. Nein! Nein, nein, nein. Keine Ahnung, wo der Helm hin ist. Das war natürlich ein bisschen blöd, hier an die Cappy aufzuziehen. Immer noch Stufe 1. Okay, Verband nehmen wir natürlich mit. Ey, das habe ich gar nicht mitbekommen. Muss ich erstmal gucken, wegen der Zone. Okay, wir sind noch drin. Wir sind noch ganz gut drin, Leute. Das kann ich nicht mitbekommen. Ich hatte gerade eigentlich Glück, dass ich hier im Gebäude drin war. Das hätte mich mega erwischt. Aha, aha. Alles klar, schöne Aussicht. Alles klar, kann man hier noch rein? Hier haben wir noch ein Gebäude. Ja, genau. Rauchgranate. Oh, Rauchgranate auch ganz gut. Holo haben wir schon. Verband nehmen wir natürlich mit. Was haben wir hier noch? Schmerzmittel. Auch ganz nice. Okay, gehen wir runter und hol raus. So, hier waren wir da, glaube ich, schon drin, gell? Ich weiß es schon gar nicht mehr. In dem Gebäude waren wir nicht. Sieht ja ganz gut aus. Eine Wäsche wäre noch geil. Vielleicht noch eine andere. Vielleicht noch eine bessere Knarre währenddessen. Oh, ein Mantel. Richtig nice. Was haben wir sonst? Hier gar nichts. Sieht jetzt natürlich auch gut aus. Hier der Military Helm und ein Mantel. Aber, naja, es geht hier jetzt nicht um Style. Wir wollen hier nicht einen Schönheitswettbewerb gewinnen. Wir wollen hier natürlich den Sieg erringen in dem Todesspiel. Okay, hier liegt gar nichts. War hier schon einer? Und hat den schnicken Mantel einfach liegen lassen. Kann's doch nicht sein, Leute. So, hier liegt noch ein bisschen Muni. Was brauche ich denn eigentlich? Splittergranate, nicht genug Platz. Was brauche ich denn eigentlich? 556er Munition. Okay, und 45 ACP. Okay, was können wir denn eigentlich hier wegwerfen? Weiß ich, brauchen wir denn eine Granate? Ja, aber die erste ein bisschen verwerfen oder so. So, 9mm brauchen wir nicht. Die 762er behalte ich mal lieber. Könnte natürlich sein, dass wir die... Kann ich die jetzt... Ah, ja, drauf geschissen. Sagen wir einfach mal drauf geschissen. Die können wir mitnehmen, genau. Was haben wir hier noch? Weiter schnell zu Griff. Energy Drink. Nicht genug Platz. Ich könnte vielleicht einen Schluck nehmen. Ah, wir können uns währenddessen bewegen. Nein, okay, doch nicht. Wir dürfen uns nicht bewegen. Und nehmen wir mal einen Schluck so. Und jetzt hat es hier ein bisschen was aufgefüllt, natürlich. Achso, vielleicht jetzt, weil es mir das Erste-Hilfe-Symbol anzeigt, dass ich das jetzt habe. Und dann gibt es ja noch den, glaube ich, den Sprinten, das sprintende Männchen, dass ich irgendwie mehr Ausdauer habe, denke ich jetzt mal. Oder unendlich, keine Ahnung. Was machen wir jetzt eigentlich? Der... Oh! Okay, es geht... Naja, ich habe es gesagt, nach links rüber. Okay, das heißt, wir müssen natürlich hier langsam... Ich werde aber jetzt nicht meinen Buggy holen. Wir haben noch genug Zeit. Ich werde das aber hier mit Absicht ein bisschen
den Berg hochrennen, dass wir auch ein bisschen, sag ich mal, einen Höhenvorteil haben. Falls irgendwo Gegner kommen. Guck da, tatsächlich, da war nämlich offen. Das ist natürlich halt so ein bisschen die Frage, nicht, dass der mir irgendwie hier in den Rücken fällt. Das wäre natürlich sehr übel. Ist aber auch nur so eine Sache, jetzt schaue ich halt nach hinten, dann kommt vor mir irgendwo einer. Das wäre natürlich auch nicht nett. So, wir haben noch ein Stückchen. Aber wir haben noch 1:20 und dann wird natürlich erst der Kreis ein bisschen kleiner. Also wir haben da natürlich hier noch super mega Zeit. So. 36 Leute noch. Beziehungsweise 35. Ich werde mich ja hoffentlich nicht selber töten. Was passiert eigentlich, wenn nur noch einer am Leben ist? Also einer und ich. Und wir uns dann beide gegenseitig mit der Granate killen. Also ich werfe so eine Granate hin, dass sie uns beide killt. Was passiert dann? Wir schon Platz 1, weil wir sterben ja im Grunde genommen genau gleichzeitig. So, das ist schon mal hier so ein bisschen meine Waffe. Richtig nice. Und hier war, glaube ich, nicht mal einer. Schauen wir mal in die Scheune rein. Keine Ahnung, was es uns bringt. Ist natürlich übel, wenn jetzt einer drin ist. Alter, eine Armbrust mit mega vielen Pfeilen. Okay, den Kompensator, der bringt mir nichts. Alter! Wir haben hier noch Platz hier. Polizeistufe. Ja, die hätte ich gar nicht gesehen. Der da bringt mir jetzt nichts, gell? Kann ich nirgends ansetzen. Die Bolzen sind jetzt so ein bisschen noch die Frage. Das bringt mir jetzt mal rein gar nichts. So, machen wir lieber mal so. So, vielleicht werden wir einen sehen. Ich weiß halt nicht, wie gut das auf Entfernung geht. Wieso habe ich jetzt 2 Punkte? Das irritiert mich, weil ich ob Punkt zählt. Ja, vielleicht irgendwo, wenn ich, kann ich auf einen schießen und dann hören es erstens die anderen nicht so. Und, oh, der Kreis bewegt sich schon. Und natürlich, der, auf den ich schieße, kriegt es vielleicht gar nicht richtig mit. Außer wenn, natürlich, wenn ich ihn treffe. Im Grunde genommen kann ich jetzt auch meine Markierung dann löschen, weil das außerhalb vom Bereich ist. Aber das ist jetzt halt die Frage, wo ich hingehen soll. Erstmal hier hin. Dass wir hier ein bisschen Deckung haben. Ich werde es auch, glaube ich, eher vorübergehend. Vorübergehend? Nein. Eher. Ich weiß gar nicht. Ich finde das Wort gerade nicht. Ich werde es mehr geduckt gehen, weil es jetzt natürlich immer enger wird. Man kann ja bis da hier das Wasser sehen. Mega enorme Weitsicht. Und da unten werden halt natürlich einige sein. Ich würde es mal locker sagen, da hier in dem Städtchen werden mindestens 10 Leute irgendwo rumgammeln. Scheiße, hier kann ich gar nicht viel finden. Und hier rüber komme ich auch nicht. Verdammte Kacke. Das ist die Frage, ob sich das lohnt. Das ist ja gar nichts, oder? Das ist gleich so übermäßig richtig geiles Zeug. Okay, Energy Drink können wir auch wieder nehmen. So, die Dings braucht noch so ein bisschen. Das ist natürlich die Frage. Ist das wirklich die Frage? Nur noch 30 am Leben? Ich warte es lieber hier, weil ich werde erstmal schauen, wo der Kreis so ein bisschen hingeht. Und dann werden wir erstmal schauen, wo ich hingehen kann. Ich will jetzt nicht hier mega in die Stadt eigentlich rein, sondern eher so vielleicht außen rumlaufen. Eher bei den Gebäuden, wo so nur so 2, 3 Gebäude sind oder so. Aber eigentlich muss ich dann, wenn, dann ja fast hier rechts herum, von meiner Sicht jetzt geradeaus gesehen. Alter Falter. Okay, wir probieren hier hinzugehen. Ja, hier zuerst und dann werde ich immer weitermachen. Alter, oh, 2 Minuten. 2:20. Das ist natürlich jetzt sehr übel. Hätte ich doch lieber meinen Buggy geholt. Das ist jetzt schon sehr weit in sich gesehen. Das ist jetzt schon richtig übel. Vor allem ist das natürlich auch die Sache. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, in dem Bereich werden mega viele Leute wohl sein. Vor allem die ganzen Leute, wo jetzt in Puczynski sind, die werden jetzt losrennen. Also so langsam losrennen. Weil sie natürlich alle außerhalb vom Gebiet sind. Es könnte jetzt schon mal hier die erste Phase sein, wo es interessant wird. 30 Leute noch. Ich meine, okay, ich werde vielleicht hier 1, 2 Leute sehen. Aber hier von rechts müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen. Ich werde vielleicht hier 1, 2 Leute mal sehen.
Einige werden wohl noch sterben, die werden wir gar nicht sehen. Aber natürlich im Nahkampf. Alter, drüben steht ein Auto. Achso, im Nahkampf mit Skyle getötet. Ich sollte natürlich weiterlesen. Hier steht ein Auto. Ist jetzt hier gerade ein bisschen gefährlich. Vor allem, wir sind jetzt hier an meiner ersten Markierung. Das ist natürlich übel, weil wir jetzt erst bei der ersten Markierung sind. Wir sind halt noch nicht so weit. Okay. Ja, okay, es geht, es geht. Wir rennen durch. Also ich darf mich jetzt nicht mega aufhalten, mich umschauen. Ich nehme hier die Bäume so ein bisschen als Deckung mit. Aber wir laufen weiter. Es kann natürlich sein, da oben wäre natürlich eine schöne Sniper-Position. Wenn wir jetzt so weiterlaufen, wird der richtig schön uns in den Rücken reinsnipern können. Wenn da jetzt theoretisch einer wäre. Aber sieht jetzt nicht so aus. Scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Ich fühle mich auch gerade relativ einsam. Also es ist natürlich schon eine relativ große Map. Aber trotzdem so an sich, weil das Gebiet ja schon mega klein wird, dass ich jetzt wirklich so eine gute Route nehme, wo ich eigentlich keine Gegner bekomme. Das gefällt mir jetzt eigentlich schon so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der immer so einsam irgendwo rum... Fuck, ja, von hinten. Von hinten. Autsch. Von hinten irgendwo. Das ist jetzt die Frage. Autsch. Okay, hier kommt so ein Hügel. Aber da drüben kommen jetzt schon Gebäude. Da können sie halt auch drin sitzen und warten. So, ha, jetzt kommt einer auf da hierher gerannt. Ich werde hier rüber gehen. Da haben wir vielleicht ein bisschen Deckung von den Gebäuden und natürlich von hinten so ein bisschen. Dann werden wir mal schauen, was wir hier Tolles uns reinpfeifen können. Das Problem ist natürlich... Nee, ich laufe weiter, ich laufe weiter. Ich laufe hier hin. Ich glaube, ich muss weiterlaufen. Das Problem ist wirklich... Ich habe einen im Rücken da drüben können... Ja, aber die sollten eigentlich auch weitergehen. Aber die können noch ein bisschen warten. Aber da drüben kommt da auch schon wieder so... Irgendwas Besonderes, wo man vielleicht tolle Sachen finden kann. Alter, das war... Ja, verdammt. Das war leider schade. Gar nicht. Also wirklich viel zu langsam reagiert. Es war hoffentlich ein spannendes Video für euch. Ich habe keinen einzigen Schuss abgegeben. Ich habe nur kassiert. Aber es ist natürlich auch so. Ja, okay, 25. Wir haben uns mega verschlechtert im Gegensatz zu Platz 6. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wäre geil, von Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.